Ja, also 507 Baumstämme haben wir erstmal zu tun. So, ich mache immer noch so wieder so eine Flagge hin, ne? Ja. Ja, ist. Da sind wir, glaube ich, dann auch, nachdem wir alles eingesammelt haben, erstmal beschäftigt bis zu den letzten Folgen dann. Ja gut, wir können ja theoretisch jetzt mal wieder losgehen oder so, wenn ihr Bock habt. Ja, also ich warte nur auf den Dings von euch. Ich habe die mal in Blau gesetzt, ne? Ja. Wo sollen denn die Steine hin? Die müssten halt irgend so ein Totem oder so, glaube ich, ran. Eins habe ich hier vorne gefunden. Ich denke mal, dass das die Totems sind, die hier irgendwo hin müssen. Ich sehe auch gerade hinten noch gesoffen. Also wie gesagt, ich fange jetzt schon so ein bisschen an, die Kirche zu bauen. Hier ist noch ein Totem, zum Beispiel, wo ich stehe. Ja, ich habe mal ein paar aufgestellt. Aber bitte nicht wieder abfackeln, es wäre gut, wenn hier mal eine Weile stehen würden. Achso, ich dachte, hier fackeln. Komm, ich den Feld. So, Ständchen haben sich gerade verabschiedet. Ich habe übrigens da drüben mal noch ein anderes Projekt angefangen. Da oben. Links von dir. Da. Ach, der Turm. Ja, ich dachte, das wäre eigentlich eine ganz gute Stelle dafür. Können wir machen. Ich muss jetzt auch mal was da zu viel fehlt. Zugehört. So. Dann haben wir nämlich zumindest schon mal alles so provisorisch stehen, wo es hin soll später. Ja. Mal eine Frage, du hast doch hier Gebäude zerstören aus, ne? Ja. Wenn ich jetzt ein Baumhaus hinsetze und das baue, dann müsste doch der Baum nicht mehr zerstörbar sein, weil ja das Gebäude kann ja auch nicht zerstört werden, oder? Doch, das geht trotzdem. Okay. Ich glaube, bei Bäumen ist das egal. Aber ich weiß es nicht, ja. Also ich habe jetzt nur zerstören aus wegen den Gegnern, ne? Dass wir nicht dann, dass es die Gegner nicht dann irgendwie tatsächlich alle. So. Wie geht's nur darum? Ich wollte halt gerne noch ein Baumhaus hinhauen, aber ich habe halt Angst, dass das dann. Ich habe uns auch mal was gebaut. Passend zum Turm. Dass mir das dann halt ruiniert wird von Armsi oder. Es wird by the way, ich glaube, jetzt loszugehen macht jetzt irgendwie auch gar keinen Sinn, weil es gerade wieder dunkel wird. Ja, wir sollten erstmal schlafen und dann danach losgehen. Dazu müssten wir jetzt eh warten. Haben wir denn keinen Baum mehr im Haus? Also doch, eins. Eins haben wir, einen glaube ich, haben wir, nee, oder zwei oder sowas. Ja, dann würde ich da das Baumholz hinbauen. Da kommt der kaum durch. Vermutlich, ja. Ich hatte sogar einen Baum gefunden, mal hier oben irgendwo. Das ging nicht mal zu fällen. Also da geht die Animation gar nicht. Okay. Ich finde den Baum nicht mehr dazu. Wie der geht, okay. Ich setz mal hier oben von dem Laufsteg aus, werde ich mal so eine Bahn anfangen zu setzen. Ja. Wir haben alles hier, Turm, Leiter, Bahn. Wo bauen wir mit der Bahn hin ans andere Ufer zum Flüchten? Können wir machen. Dann gucken wir nach, ob wir schon wieder schlafen könnten. Wo ich das Erde glaube, nicht so. Mal gucken, ob das hier so funktioniert, was ich hier vorhabe. Ich geh auch nicht.
Ja, es fehlt noch ein Viertel. Vielleicht funktioniert unser Pflanzenbild ja nicht mehr wegen diesen SOS-Zeichen. Was für ein Ding? Du meinst SOS-Zeichen. Ja. Bitte. Also solche Zeichen werde ich definitiv nicht verwenden, das, was du da gerade von dir gegeben hast. Muss nicht sein. Die Zeiten waren mal und ich bin froh, dass er nicht wiederkommt. So. So, genug Politik. Haben uns dazu auch mal geäußert. Ich wollte das gerade nur mal einfach klarstellen. Ja. Irgendwas läuft hier wieder rum. Ja, irgendwas klingelt gerade bei mir geklingelt. Ich bleib mal hier todesmutig stehen. Bei der Tür, ja. Da ist auf jeden Fall auch was Großes dabei. Jetzt habe ich den falschen Knopf gedrückt und muss die Bahn nochmal neu setzen. Einer ist tot von diesen Laternen-Heinis. Oh, ne. Willkommen. Wollte ich auch gerade machen. So, der zweite von den Heinis ist auch tot. Wo ist denn der Große? Ich wollte nur rütteln. Ich höre den auch nur. Ich weiß noch nicht, wo der sich gerade auffällt. Der ist irgendwie links von mir, wenn ich es richtig höre. Das Haupttor bei euch ist auf, ne? Kann das sein? Ja, ich stehe aber hier. Alles gut, der steht hier an der Falle. Die Falle müsste jetzt eigentlich gleich jeden Moment zustimmen. Ach, hier vorne sind die Großen. Ich höre nämlich hier den Renner-Typen, den Dicken. Ja, die sind hier auf jeden Fall ein bisschen dran. Hui. Wenn der mal stehen bleiben würde, dann würde ich ihn auch treffen. Okay, schlafen geht noch nicht. Bei mir glitschen die hier gerade sowas von rum, ne? Mhm. Ganz schlimm. Host antwortet nicht. Ja. Sagst du gerade wieder das Spiel? Nein. Vielleicht glitschen die auch deswegen so rum. Kann auch sein, ja. Jetzt wird es schon wieder, glaube ich, fast von selber hell, oder? Kann sein. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, zumindest gleich wieder... Ja, oder vielleicht mal, oder wir machen die Nacht einfach durch. Dann können wir beim nächsten Mal schlafen gehen. Schlafen gehen, wenn es dunkel wird.
Haben wir schlafen gehen, wir schon offen. Da müssen wir wieder so lange oder sonst so lange warten, ne? Bleib da mal hier stehen. Mhm. Gibt's doch nicht. Also irgendwas rennt hier auf jeden Fall noch rum. Ich habe nur keine Ahnung wo. Ja, der ist hier unter mir. Kannst du links von dir die Falle einmal hoch machen? Links von dir? Wo stehst du denn? Von dir aus links. Wenn du da ein bisschen hoch gehst. Vielleicht, wenn du da stehst, vielleicht rennt er dann ja da rein. Die Falle, ja. Warte. Ich mach schon. Bin schon dran. Stöcke. Die, ne? Ja, genau. Aber wenn du da stehen bleibst, vielleicht rennt der Dicke da rein, weißt du? Gucken. Ja. Aha. Toll. Ist aber nicht hängen geblieben, ne? Doch, jetzt ist er tot. Aber da muss immer noch was sein. Ja, von mir rechts gesehen. Ja, der. Da der ist noch was. Da ist noch was. Da ist er. Ich hätte mich trotzdem erstmal runter und hol mir die Rüstung. Wo ist er? Da unten. Ja, der müsste auch gleich tot sein. Der hat schon ein paar Pfeile von mir einstecken. Ist doch mal die Falle. Sehr gut. Der ist jetzt auch tot. So, perfekt. Schlafen könnten wir theoretisch, aber ich weiß nicht, wie es gerade aufs Hell wird gerade. Erstmal die Dinger hier einsammeln. Okay. Also der Mond ist kurz vor Montag, also das dauert nicht mehr lange, dann wird es eh hell. Das lohnt sich, glaube ich, gar nicht, jetzt schlafen zu gehen. Okay. Ja. So, ich sammle mir einfach mal ganz gekonnt hier das ganze Rüstungszeug ein. Sollten wir vielleicht auch gucken, ne, bevor wir da reingehen zu dem Endgegner, dass wir einmal mit der Montattenrüstung vielleicht komplett voll sind, ne? Dass da jeder einmal richtig voll ist mit. Ich glaube, da sollten wir uns eh gut vorbereiten. Weil wenn wir da so rangehen wie letztes mit der Virginia, da wird das nichts im Endgegner. Nee. Da gehe ich von aus. Na gut, da kann ich euch leider nichts zu sagen, da ich tatsächlich den Endgegner nicht kenne. Ich habe mir auch. Und ich denke mal, wenn man den zu viert macht, sollte das glaube ich nicht ganz so schwer sein, ne? Gehe ich mal von aus, wenn wir da mit dem Brandhahn, ich weiß nicht, wie hartnäckig der ist, keine Ahnung, ne? Wie gesagt, ich muss selber gucken. Nur so gänzlich ohne Fleisch, Trinken, Heilung und so da reingehen, wäre jetzt auch nicht unbedingt in der Digga. Nee, wir werden, also mit Vorräten werden wir uns tatsächlich, würde ich sagen, komplett zudecken müssen, verdecken müssen. Guck gerade, wie weit wir sind mit den Folgen. 63 sind schon hochgeladen, glaube ich. Also das, was ich jetzt hier gerade mit der Bahn anzeichne, ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, ne? Wir werden es wahrscheinlich erleben, ne? Ich höre doch schon wieder, dass wir da. Ja, komm wieder, brennen, brennen, unseren
Brandheini. Zwei Brandheinis und drei. Oh, ich hab Besuch. Ist nicht nur einer. Ich gehe mal wieder rein. Tschüss. Ich habe hier ein bisschen Besuch von drei Leuten. Ich glaube, aus dem drei sind gerade zwei geworden. Ja. Hier, wo ich gerade rumrenne, auf dem anderen Ufer sind auch drei große. Das wird ja witzig. Und die haben mich entdeckt. Wasser. Das ist Mahlzeit. Gewarnt. Ich glaube, da. Also, einer steht auf jeden Fall noch hier vor. Ach, da hängst du, Kollege. Gerade irgendwie voll durch die Brücke geglitscht. Gut. Ist die noch nicht fertig an einer Stelle? Ja, ne? Deswegen, okay. Ist voll verwirrend, weil du stehst da oben und siehst halt neben dir, okay, Holz, kann ich gehen, und dann ist aber die Brücke eigentlich noch gar nicht fertig. Ja. Das wird ja witzig hier. What für diese. Warum brennt das da hinten? Warum brennt das da hinten? Wo hinten? Ja, beim Sarg. Da, wo Dings steht, Yvonne spielt. Ach, keine Frage vorher gewesen. Ist die Frage, ob das Ding überhaupt rutschbar ist, weil irgendwie das ist ziemlich flach. Müsste eigentlich. Ansonsten können wir einfach drüber laufen als Fluchtweg oder so, keine Ahnung. Mhm. Also ist aber nicht viel, ne? Knapp 500 Sticks und 300 Holzstämme. Ja, knapp 500 Sticks, 300 Holzstämme. Nee, nicht viel. Also insgesamt sind wir jetzt bei 800 Baumstämmen und 800 Stämmen. Ja, nicht viel. Kriegen wir hin. Machen wir easy. Hm. Ja, vier Hängegleiter, ein Riesenturm, eine Kirche. Ach, für einen Tag. Ja, aber so haben wir was zu tun. Ist doch auch was. Ja, ich weiß. Hm. Schon krass, wenn man sich dann mal anguckt, die Zahlen so. Ich glaube, für die Gleiter brauchen wir Hasenfelle, ne? Ja. Ja. Ich gehe mich mal kurz ein bisschen im Haus oder hier auf dem Turm. Ich bleibe hier mal kurz oben stehen. Ich müsste mal eben einen Kaffee machen gehen. Lebensenergie. Ohne Kaffee läuft hier gar nichts. Nee. Also mal gucken, na, kommt man hier oben überhaupt drauf auf die Bahn? Ich habe das von unten so angezeichnet. Es ist ein bisschen knapp, würde ich sagen. Sehr knapp, ne? Ja. Das ist doch shit, du weißt was, ich baue die mal wieder ab. Dann setze ich die mal neu. Hm. Man hört's. Das ist bei dir gesaugt? Nein. Bei wem wird gesaugt? Was? Klang gerade eher wie Staubsauger als wie Kaffee.
Ich denke mal, es wird einfach gerade so ein Vollautomat. Außer es ist natürlich, wollte ich gerade sagen, außer es ist so eine Maschine, wo Bohnen direkt gemahlen werden. Was ich mir denke, ja. Wir haben noch den guten alten Filterkaffee hier. Ah, ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, irgendwann würde ich mir schon gerne so einen Vollautomat kaufen. Der Horst antwortet gerade schon wieder nicht. Nee, war gerade mal kurz ein bisschen speichern. Können jetzt eh gerade nichts machen, weil die Folge eh gleich jetzt beendet ist. Das heißt, wir warten jetzt gleich, bis sie wieder da ist und dann machen wir es mal auf. So. Oder wir zeichnen die Bahn erst an, wenn wir den Rest gebaut haben. Ich würde sagen, wir bauen erstmal den Turm und die Kirche fertig und dann gucken wir mal wegen der. Ja. Die Bäume, die jetzt hier so in diesen Laufsteg außenrum reinführen, ne? Ja. Die werde ich mal komplett wegmachen, dass man die auch beim Bekämpfen sieht, ja? Ja. Klar. Und die da wirklich unmittelbar.